Danke, Norman. Und wir beleuchten jetzt mögliche Hintergründe dieser unfassbaren Tat heute. Ein Mann erschießt offenbar wahllos Menschen aus seinem Auto heraus. Hallo Deutschland, willkommen liebe Zuschauer. Ja, heute Mittag die Schreckensmeldung, dass ein Mann in Mittelfranken zwei Menschen auf offener Straße erschossen haben soll. Und offenbar hätte er auch noch mehr Tote in Kauf genommen. Am Tatort jetzt unsere Reporterin Brigitte Saar. Brigitte, was weiß denn die Polizei bis jetzt? Wie ist das heute Vormittag genau abgelaufen? Vor Ort in Ansbach steht unsere Reporterin Brigitte Saar. Brigitte, Bernd G., der Täter, wurde heute Mittag, wie wir gesehen haben, gefasst. Was weiß man über ihn? Er war ja wohl bislang unauffällig. Es ist eine kleine Gemeinde, wo das heute passiert ist. Bislang ein friedliches Städtchen. Was hat das mit den Leuten vor Ort gemacht? Was haben Sie da für einen Eindruck? Ja, vielen Dank. Erstmal nach Ansbach. Brigitte Saar war das zu den tödlichen Schüssen heute in Mittelfranken. Bei einem schweren Unfall in Sachsen-Anhalt sind heute zwei Autofahrer ums Leben gekommen, obwohl sie gerade gar nicht fuhren. Sie standen nur im Stau. Aber plötzlich rast von hinten ein Laster auf das Stauende und verursacht einen Massenunfall, in den insgesamt 7 Fahrzeuge verwickelt sind. Ziemlich genau ein Jahr ist es her. Es war in der Nacht zum 14. Juli, als Deutschland Weltmeister wurde, als ein junger Mann ohne erkennbaren Grund zum Mörder wird. Zigmal sticht er auf einen Mann ein, der ihm in Bad Reichenhall auf der Straße entgegenkommt. Heute wurde er deswegen verurteilt. 5 Männer wollen zusammen Gas geben auf einer Kartbahn in Bayern. Aber diese Kartbahn gibt es heute, nur einen Tag später gibt es gar nicht mehr. Und dass diese 5 Freunde den Tag überlebt haben, das ist mehr ein Wunder. Denn während der Fahrt kam es plötzlich zu einer schweren Explosion an einem der Fahrzeuge. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt. Seit 3 Wochen ist er auf der Flucht. Dieser Mann, der in Nordrhein-Westfalen eine Bank ausgeraubt hat. Maskiert und mit gezückter Pistole bedroht er die Kassiererin und flüchtet mit einer geringen Bargeldsumme. Jetzt erhofft sich die Polizei Hinweise, eben weil es dank einer Überwachungskamera sehr gute Aufnahmen des Täters gibt. Zum Führerschein ist es ein weiter Weg. Unzählige teure Fahrstunden und einige Nerven des Fahrlehrers können da drauf gehen. Man kann aber auch erstmal anders üben. Günstiger. Auf einem Verkehrsübungsparkplatz, auch Idiotenhügel genannt. Mit dem Vater als Fahrlehrer oder dem Freund. Aber auch die müssen dann Nerven wie Drahtseile beweisen. Oh, da gibt es einiges Blech, was da drauf geht. Morgen soll ja wieder tolles Badewetter sein. Ab also ins Freibad oder zum See, wie hier im Saarland. Keine Seltenheit bei den Temperaturen über 30 Grad sind Kreislaufprobleme. Und beim Baden kommt es immer wieder auch zu Unfällen. Gut also, dass es Menschen gibt, die für Sicherheit am Wasser sorgen. In Berlin geht's gerade wieder rund bei der Fashion Week, wobei man bei solchen Kreationen, die da so präsentiert werden, gar nicht genau weiß, wie und bei welcher Gelegenheit man die anziehen könnte. Hoffentlich gibt's auch Tragbareres als das hier. Astrid Rudolph mit den Trends. Oh ja, diese Schuhe, die muss ich mir auch merken. So, noch eine, die sich auskennt mit Mode. Sie läuft regelmäßig für verschiedenste Designer. Topmodel Evelyn Hall hat mit 69 immer noch Traummodelmaße und ewig lange Beine. Aber die spielen bei ihrem neuen Standbein gar keine Rolle. Zum Abschluss der Woche schaut ja unser Achim Winter immer nach den Themen, die uns am meisten beschäftigt haben. In dieser Woche sollte klar sein, um was es geht. Klar, Griechenland. Aber dafür siehst du, lieber Achim, noch recht fröhlich aus. Und das war's von uns für heute. Morgen sollten Sie Hallo Deutschland auch nicht verpassen. Da entführen wir Sie nämlich nach Istanbul. Vielleicht gibt's da ja Anregungen für Ihren Sommerurlaub. Also, schönen Abend Ihnen und hier geht's direkt weiter mit Karen und Leute heute.